Hi und willkommen zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ich glaube, ich habe euch das letzte Mal versprochen, dass ich heute eine Challenge mache. Und ich mache jetzt einfach mal die letzte Challenge. Das ist die leichteste Challenge, aber das weiß niemand. Also, das braucht keiner zu wissen. Oh, guck mal, zack ist er tot. Haha, ich bin ja auch nicht so vielleicht etwas überpowered. 100 Stärke. Dafür muss ich extrem lange warten und viel ausweichen, bevor ich schießen kann. Oh Gott, bitte bleib weg. Hier noch eine Karte, Tower. Könnte ich gleich mal hier einsetzen, vielleicht bekomme ich etwas Geld. Oh ja. Und ein Trinket. Das könnte ziemlich witzig werden, wenn ich in einen Raum komme mit viel Kacke. Und ab zum Boss. Little Horn, du hast doch gar kein Leben mehr. Wieso lebst du noch? Und noch ein Lebensupgrade. Ja, okay. Ah, ich hätte gern zwei Schlüssel. Jetzt muss ich... Natürlich war das der falsche Raum. Was war das für eine Karte? War das nicht Mamis Hand kommt und hilft mir? Aber in die nächste Ebene. Ich muss, glaube ich, bis Isaac? Ist das Isaac? Oh, das ging jetzt auch schnell. Dieser Raum. Es gibt hier keine Goldräume, oder? Nein. Und weiter geht's. Oh Gott. So ein Raum ist Horror. Ich wusste, dass so etwas irgendwann kommt. Ah. Okay. Ich dachte, es kommt Mamas Hand. Aber scheinbar ist es noch viel geiler als erwartet. Bitte, kommt alle zu meiner Träne. Und nicht auf mich. Ihr verkackten gelben Fliegen. Ich mag die nicht. Ich mag die einfach überhaupt nicht. Ah! Okay, das nehme ich lieber. Ich nehme es mit. Ist mir scheißegal. Und ab in die nächste Ebene. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Aber so eine Challenge gab es doch schon mal. So eine ähnliche. Und da ist der Boss. Das geht jetzt echt schneller als erwartet. Wow. Kannst du mich mal einfach in Ruhe lassen, Junge? Okay, jetzt fliegt sie schneller. Ob das so toll ist? Mal abwarten. Ich rush hier völlig durch. Heute Abend bin ich echt schlecht im Ausweichen. Ich habe schon versucht, 3 Runden aufzunehmen und da bin ich immer an meiner eigenen Schuld gestorben. Ich bräuchte eine Bombe, bitte. Das wäre ganz cool. Und kein Geld. Und ab. Das ging echt schnell. Irgendwie steigt mein Schaden nicht. Ist das normal? Bam! Hab noch eine Bombe und noch ein Herz. Ist doch super. Und ab in die nächste Ebene. Oh, der hat viel ausgehalten. Ein Guppy-Item, das hört sich doch schon mal sehr schön an. Nochmal ein paar Fliegen dazu und jetzt ab in den Shop und dann gehe ich weiter. Okay, nichts gibt's hier im Shop für mich. Ich weiß nicht, was dieses grüne Kackding da macht. Wenn ich das wüsste, würde ich mir das vielleicht holen, aber ja, wenn ich nicht weiß, was es ist. Hier rein, erstmal hier wegsprengen. Schön entspannt hier alles holen kann. Okay, danke schön. Und hier noch und da. Naja. Hat es jetzt nicht so sehr rentiert, aber gut. Ein paar Bomben nehme ich doch gerne mit. Ein bisschen Geld. Mit dem Geld könnte ich mir auch noch was im Shop kaufen. Zum Beispiel ein Seelenherz. Das wäre ganz cool. Und ab in die nächste Ebene. Das war jetzt eigentlich alles totale Zeitverschwendung hier. Aber gut. Außerdem, wenn man mal so stark ist, dann will man es auch ausnutzen. Sehr cool. Strength oder brauche ich beides nicht? Und genug Geld für jetzt weiterzukaufen habe ich sowieso nicht. Schade. Na gut, gehen wir zum Boss. Sehr voll. Oh, hallo Mami. Na? Ich muss zu ihm hier, oder?
Ich lasse dir eine Maschine da. Bitteschön. Tschüss. Hallo, guten Tag. Pill Perks. Angeblich soll es eine Verwandlung geben von Perks. Wenn man, glaube ich, 3 Perks-Pillen hat, soll es eine kleine Verwandlung geben. Aber was die macht oder ob es die wirklich gibt, habe ich keine Ahnung. Ich habe es nur mal gehört. Und da oben ist der Boss. Guten Tag, Herr Boss. Tschüss, Herr Boss. Haha. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Und ab in die letzte oder vorletzte? Ich weiß es nicht. Also laut dem Kopf ist das die letzte Ebene. Oh, ein Miniboss, der von meiner Fliege gekillt wurde. Ich glaube, für diese Challenge ist echt so dieser kleine Fratz mit der Fliege, also dieses kleine Baby, am genialsten. Und Mom's Heart, guten Tag. Und weg ist sie. Zu dem Womp gehe ich definitiv nicht. Bin doch nicht verrückt. Ja, wo ist der Boss, bitteschön? Ich bin mir nicht sicher. Ah, da ist er ja. Ah, hallo, guten Tag. Du bist an sich so gut wie tot, oder? Achso, der hält sehr viel auf. What? Ich habe nur noch ein Herz. Ich dachte schon, ich bin des Todes. Warte, wie bitte? Ich muss bis zum... Das war mir jetzt mal wieder nicht bewusst. Mir war nicht bewusst, dass ich bis zu Blue Baby muss. Oh Gott. Ach so, ich kann ja... Oh, ich habe ja 3 Herzen. Das ist zwar auch nur 3 Versuche, aber es ist mehr als gar nichts. Ich habe die ganze Zeit mein Guppy-Item einfach komplett vergessen, verdrängt. Es geht bloß mit mir ab. Und ich habe schon wieder nur ein Herz. 2 Herzen. Und da ist der Blue Baby. Ein Herz. Gut. Was soll's? Probier ich's. Wenn ich das jetzt überlebe... Ich hab's überlebt. Alter Schwede. Puh. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein, lasst einen Kommentar da, falls ihr denkt, ich bin voll der Lacker. Cheerio.